Oh, was für ein cooles Ding. Hey. Komm schon, beruhig dich. Ich wünsche mir einen Donut in dieser Runde. Das werde ich schaffen. Alles klar. Oh, meine Kleine. Ich liebe es, Donuts zu machen. Ich gebe einfach den Teig in dieses Waffeleisen. Oh, sogar ich schaffe das. Aber meine Donuts werden schön bunt sein. Oh, du bist ja niedlich. Das ist zu viel für mich. Meine Donuts werden natürlich schwarz sein. Und zu schwarz passt am besten rot. Also wird mein Zuckerguss auch rot sein. Und darüber kommt noch etwas weiß, damit es besser schmeckt. Hey, eiskaltes Händchen, komm mal her. Du musst mir helfen. Bring mir bitte einen Teller. Okay, jetzt reicht's. Da kommt jetzt dieser Erdbeersirup rein. Damit fülle ich jetzt diese Spritze. Wozu, werdet ihr gleich sehen. Hey, Oma, gefällt dir das? Ach du meine Güte. Oma, bitte beruhig dich. Ach, komm schon, das ist doch einfach nur Sirup. Hansel, du hast die Oma erschrocken. Aber ich gebe mir doch die Mühe für deine Enkelin. Ich bin mir sicher, das wird ihr gefallen. Also ich würde von solchen Donuts sicher in Ohnmacht fallen. Yummy. Ich zeig dir gleich, wie man richtige Donuts macht. Also niemand braucht schwarze Donuts, erstens. Zweitens, Donuts muss man immer mit Puderzucker bedecken. Awesome. Das sieht schön aus. Oh. Meine Donuts sind auch schon fertig. Die machen einem gute Laune. Aber damit die noch bunter aussehen, brauche ich noch ein paar bunte Streusel. Na komm schon, blöde Dose. Wieso kann ich dich nicht öffnen? Ach du meine Güte. Das ist ja richtig lustig. Ach, Hauptsache, dass sie auf meinen Donuts gelandet sind. Such dir eine Gewinnerin aus. Oh Mann. Wednesday, das ist ja wirklich typisch, du. Die sehen gruselig aus, aber schmecken richtig lecker. Und was ist da drin? Das ist ja Erdbeersirup, toll. Und jetzt probiere ich die Donuts von der Oma. Ganz schön langweilig, würde ich sagen. Die sehen ja schön aus. Richtig schön bunt. Und die schmecken toll. Also diesmal haben diese bunten Donuts gewonnen. Oh, danke schön, ich liebe dich. Wednesday, wieso machst du das die ganze Zeit? In dieser Runde wünsche ich mir einen Cocktail, der soll lecker sein. Okay. Das werde ich schaffen. Kein Problem. Können wir schaffen. Mein Plan ist es, einen Cocktail aus dem zu machen, was meine Schwester am liebsten mag. Dafür gebe ich diese Toxic Waste Bonbons in ein paar Formen und schmelze sie. Fertig. Na los. Mal sehen. Ja, genau das, was ich wollte. Jetzt kommen da ein paar bunte Skittles rein. Aber zuerst muss ich sie nach Farben sortieren. Probieren wir mal ein paar Stück. Oh ja, ich liebe die. Jetzt kommen die in meine Tassen. Und jetzt wird's Zeit für etwas Sprite. Mann, wie soll ich diese Dose bloß öffnen? Moment, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach meine Haarspange. Oh nein! Oh, jetzt bin ich nass und klebrig. Mir geht's gut. Ich habe bloß gerade ins Sprite geduscht. Wie auch immer. Der Sprite kommt in die Becher und oben drüber noch ein bisschen Schlagsahne und noch ein paar Bonbons und noch mehr Bonbons. Ja, das hast du gut gemacht. Aber dein Cocktail ist so ungesund. Meine kleine Enkelin braucht natürlich Vitamine, deshalb mache ich ihr einen Gemüseshake. Das Gemüse kommt in den Mixer und jetzt alles schön durchmixen. Ah, riecht wunderbar. Ich bin mir sicher, Margot wird es lieben. Das bezweifle ich.
Ich werde meinen Cocktail mit Erdbeersirup beginnen. Damit dekoriere ich nämlich das Glas. Jetzt kommt da etwas Sprite rein. Danach etwas grüner Sirup. Eiskaltes Hähnchen, ich brauche deine Hilfe. Bring mir bitte die Schlagsahne. Irgendwann werde ich das Ding zerquetschen. Hey, du hast meine Schlagsahne gestohlen. Ich beobachte dich. Vielen Dank. Du hast alles gut gemacht. Jetzt kommt da noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf und ein Glotzer. Unheimlich vergessen. Bitte sehr. Oh, Wednesday. Typisch Wednesday. Okay. Schmeckt aber richtig gut. Und der Glotzer. Die beste Krönung. Oh. Oma, ist das wieder was Gesundes? Probieren wir mal. Igitt, ich hasse Gemüse. Gefällt mir gar nicht. Ui, meine Schwester hat sich aber was überlegt. Probieren wir mal. Mann, schmeckt ja super. Du hast schon wieder gewonnen. Yeah, hab ich doch gewusst. Diesmal wünsche ich mir köstliche Nudeln. Okay. Ich habe da schon ein paar Gedanken. Oma, hör auf zu schlafen. Es ist Zeit zu kochen. Nudeln, alles klar. Es gibt wirklich nichts Einfaches, als Spaghetti zu machen. Wisst ihr, wie ich die Wassertemperatur überprüfen werde? Eiskaltes Hähnchen, hilf mir mal. Sei so lieb, sag mir, ob das Wasser schon kocht. Okay, das Wasser ist gut genug. Ich will meine Spaghetti selber machen. Also fange ich mit Mehl an. Atzi. Oh Mann, jetzt bin ich auch voller Mehl. Tut mir leid, Oma, wollte ich nicht. So, jetzt mache ich den Teig. Ins Mehl kommt jetzt ein Ei. Oh mein. Etwa so. Mein Teig sieht gut aus. Jetzt mache ich Kügelchen daraus. Färbe sie mit Lebensmittelfarbe. Jetzt muss ich den Teig durch eine spezielle Maschine geben. Und in Spaghettiform ausschneiden. Meine bunten Nudeln sind fast fertig. Das Wichtigste beim Kochen ist natürlich, alles mit Liebe zu machen. Oh, ich sehe nichts wegen diesem Dampf. Mama. Oma, du hast vergessen, den Ketchup zu öffnen. Oh nein, jetzt bin ich selber voller Ketchup. Oh mein Gott. Wednesday, ich bin mir sicher, dass du diesen Anblick ja gewohnt bist. Ach, danke für die Serviette. Also, der Ketchup kommt jetzt auf die Nudeln. Ich bin fertig. Oma, gut gemacht. Oh, das sieht ja langweilig aus. Ich sollte meine Spaghettis noch irgendwie interessanter machen. Eiskaltes Hähnchen. Die Oma hat mich auf eine interessante Idee gebracht. Warum nicht den Ketchup als Blut benutzen? Und das Auge krönt die Sache. Das sieht so gruselig aus, als würde ich nicht essen. Meine bunten Nudeln sind auch fertig. Die werden niemanden erschrecken. Wednesday, willst du mich schon wieder erschrecken? Nee, deine Nudeln gefallen mir nicht. Probieren wir mal die klassische Variante von der Oma. Schmeckt gut. Na, hab ich doch gewusst. Oh mein. Oh wow, was für bunte Nudeln. Die muss ich sofort probieren. Eindeutig, die haben gewonnen. Schwesterchen, du bist die allerbeste. Oh, Wednesday, ich hab ja ganz vergessen. Ich hab extra eine Haarspange für dich. Ich hasse solche Haarspangen. Oh. Diesmal wünsche ich mir einen Cäsarsalat. Ganz einfach. Oh, Salate mache ich gerne. Probieren wir es mal. Beim Cäsar geht es natürlich um den Kohl. Und ums Hähnchen. Und um den Zwieback. Ach, den sollte ich nicht essen. Ach ja, den Käse nicht vergessen. Ich bin mir sicher, Margot wird das gefallen. Ich mache meiner Schwester ein Frühlingsgeschenk. Ist zwar kein Cäsar, aber ich hoffe, es wird ihr trotzdem gefallen. Wednesday, schau dir diese tolle Idee an. Finde ich gar nicht cool. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Ich packe
packe meinen Salat einfach in eine Paprikaschote. Und aus den Oliven mache ich ein paar Augen. Und schon habe ich einen kleinen Frosch. Mal sehen, was ihr gemacht habt. Oh, Schwesterherz, was für nette kleine Blümchen. Schmeckt aber nicht. Oh, die Oma hat mir einen Cäsarsalat gemacht. Genau so einen wollte ich. Wednesday, sind das etwa Oliven? Ich kann die nicht ausstehen. Geht. Oma, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, yeah, habe ich doch gewusst. Aua, das hat wehgetan. Hey, grüß mich. Oh, roter Pfeffer? Was für ein Mist. Ich will es absolut nicht essen. Ich schwitze schon davon. Und jetzt du. Oh, ich habe eine Süßigkeit. Kinderüberraschung. So toll. Sehr lecker. Ja, so köstlich. Und für mich? Nee, ist dein Pfeffer. Oh, ich muss diesen Pfeffer essen. Es ist sogar mit Schokolade ekelhaft. Obwohl, wenn man nicht beißt, ist das nicht schlecht. Hey, nein, beiß! Dann esse ich schnell. Aber ich bin gespannt, was mit mir gleich passiert. Oh, ich bin wie ein heißer Kessel. Ich brenne total. Ich werde dich durch meine spezielle Superbrille anschauen. Oh, ich bin wie ein Drache, der Feuer spuckt. Ich brenne ganz. Ich bin röter als rot. Ich muss etwas trinken. Oh ja, so ist viel besser. Fertig? Wunderbar. Aber ich bin total schmutzig. Kein Problem, ich werde mich abwischen. Also? Oh nein, mein Kinderei, es ist total geschmolzen. Was hast du mit meiner Kinderüberraschung gemacht? Aha, ein Spielzeug. Ich frage mich, was ist da drin? Schau. Und hier ist ein kleines Kinderei. Das gefällt mir sehr. So süß, so klein und niedlich. Ich denke, es schmeckt sehr gut. Ich mag diesen kleinen Überraschungsei. Ich werde ihn noch in Schokolade eintauchen. Gibt es mir vielleicht? Nein, 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 das ist meine Kinderüberraschung. Ja, sie ist sehr lecker. Und du hast keine bekommen. Hey, machen wir sie gemeinsam auf? Oh, interessant, wir haben Poppits. Ich werde als Erste probieren. Ich habe ein sehr cooles Poppit. Aber woraus besteht's? Ich verstehe es nicht. Irgendwie komisch. Das muss man ausprobieren. Aber das lässt sich irgendwie nicht durchdrücken. Wieso denn? Ich drücke es doch so stark. Oh, interessant. Ein Loch. So ein leckerer Geruch. Aber es schmeckt sehr gut. Das ist ein ungewöhnliches Poppit. Ein essbares. Meins wahrscheinlich auch. Aber ich kann es überhaupt nicht abbeißen. Vielleicht von dieser Seite? Ah, das ist das normale Poppit. Und es schmeckt überhaupt nichts. Und ich werde mein Poppit in diese Schokolade eintauchen. Das ist einfach wunderbar. Schokoladig, marmeladige Süße. Auch noch so schön. Das ist super. Lecker. Vielleicht ein kleines Stück für mich. Bitte. Natürlich nicht. Was soll ich damit machen? Wenn nur ein bisschen spielen? Oh, übrigens, ich habe eine Idee. Ich werde Schokolade in diese Form gießen und sie in den Kühlschrank stellen. Super. Ich stehe und warte ein bisschen. Und dann habe ich ein schickes Schokopuppet. Schokolade ist eingefroren. Ja, so lecker, klasse. Das ist sehr cool. Und ich tauche es noch in flüssige Schokolade. Und was klappt daraus? Es gibt dann eine unglaubliche Köstlichkeit. Ja, das ist sehr cool. Was ist da? Gibt es vielleicht mehr? Natürlich nein. Ich bin traurig. Ha, ich klau dein Poppet. Und ich mach noch was damit. Ist so klasse. Ich kann mich draufsetzen und das Spiel genießen. Es ist perfekt und so beruhigend. Hey, gib mir mein Poppet. Es... Nein, nein, ich werde damit spielen. Oh, er ist gebrochen. Was soll ich damit tun? Was nun? Es ist kaputt.
Es tut mir sehr leid. Hey, ich kann mit diesem Teil spielen. Oh, cool. Wir können Spaß haben. Ja, ich spiele dann auch. Es macht so viel Spaß. Ich öffne es. Oh nein, ich habe Mais. Sogar mit Schokolade ist es nicht gut. Und was hast du? Ich habe Eis. Perfekt. Da du Mais hast, kann ich dir ein Eis geben. Willst du? Willst du das? Ja, natürlich. Ich will's. Ha, das war Spaß. Natürlich gebe ich dir kein Eis, aber ich tauche es in diese Schokolade ein. Ich habe dann Eis und Schokolade. Ist unglaublich lecker. Sehr cool. Einfach sehr köstlich. Ich nehme zwei auf einmal und tauche sie in Schokolade ein. Großartig. Was ist besser als ein Eis? Nur zweimal Eis in Schokolade. Sie sind so lecker. Ich liebe es. Und ich will sowas auch. Diese super leckeren Eiscremes habe ich gegessen. Also ist noch eine geblieben, aber... Bitte gib's mir. Was ist mit dir passiert? Ah. Aha, jetzt kann ich dein letztes Eis nehmen. Und du kannst so lange gemein sein, wie du willst. Und ich gieße dieses Eis mit Schokolade und esse es mit Vergnügen. Es ist so lecker. Einfach großartig. Einfach köstlich. Unglaublicher Geschmack. Aber was soll ich mit dir machen? Okay, ich muss dich auftauen. Jetzt ist es an der Zeit, das zu tun. Ich bin schon satt. Oh, was ist mit mir passiert? Puh. Nein, wo ist mein Eis? Wo ist es hin? Du hast es wahrscheinlich gegessen, aber ist es dein Mais? Natürlich werde ich meinen Mais essen. Jetzt sieht es nicht mehr so ekelhaft aus nach diesem schönen Eis. Obwohl, nein, es ist immer noch ekelhaft. Und ich habe eine Idee. Ich werde den Mais hin und her schütteln. Was kommt dann? Das brauche ich nicht. Aber diese Körner sind genau richtig. Ich werde sie aufwärmen und es wird so lecker, wie es niemand davor gesehen hat. Sicher wird es Popcorn sein, aber kein einfaches. Cool, es fliegt direkt aus der Pfanne in meinen Mund. Was für ein Leckerbissen. Und jetzt wird es ein wunderbares Gericht sein. Nicht nur Popcorn, sondern natürlich mit Schokolade aus dem Brunnen. Ich gieße vorsichtig aus der Pfanne, um die Verpackung nicht zu beschädigen. Und jetzt esse ich dieses schöne Schokoladenpopcorn. Großartig. Sehr lecker. Was ist los? Gib mir bitte ein bisschen. Hey, ein bisschen. Ich werde es fangen. Ich fange es. Ich fange es natürlich. Bitte. Hey. Fang es. Wenn du es fängst, das gehört dir. Noch mehr. Noch mehr. Daneben. Das ist unfair. Nicht ziehen. Nein. Das Popcorn ist jetzt umgekippt und ich habe nichts bekommen. Nur ein bisschen. Jetzt öffne ich als Erste. Wow, Coca-Cola. Das ist schick. Was hast du denn? Sehr interessant. Das ist Brokkoli. So eklig. Überhaupt nicht lecker. Coca-Cola, meine Süße. Lass mich bitte auch trinken. Auf keinen Fall. Ich trinke selbst die ganze Flasche. Aber ich habe noch Schokolade. Ich vermische Cola mit Schokolade und ich werde Schokoladen-Cola haben. Aber irgendwie kommt es nicht aus dieser Flasche heraus. Aha. Oh nein, vorbei am Mund. Was ist los? Ich bin jetzt total schmutzig, obwohl es sehr lecker sein muss. Ja, es ist unglaublich lecker. Wenn ich noch vorsichtiger wäre, wäre es besser. Aber es ist immer noch cool. Bitte ein Stückchen für mich? Nein, nein, nein. Komm schon, iss dein Brokkoli. Sogar der Geruch ist ekelhaft. Vielleicht ist es besser mit Schokolade? Das ist natürlich ekelhaft. Es ist immer noch ekelhaft. Unmöglich zu essen. Nein, unmöglich. Also kein Stück mehr. Nein. Alles klar, danke. Ich bin satt. Das kannst du nicht so lassen. Und soll ich es akzeptieren und all diesen Brokkoli-Kohl mit Schokolade essen? Das ist schrecklich. Ich kann es nicht einmal kauen. Ich möchte mich nicht in Kohl verwandeln. Oh, mir wird schlecht. Ups, du bist witzig.
Oh nein, ich falle gleich von diesem Geruch in Ohnmacht. Ja, das kommt vor vom Brokkoli. Hallo. Guten Tag. Hast du das Schild vielleicht gesehen? Haustiere verboten. Oh, das wusste ich nicht. Was soll ich denn tun? In die Kiste. Ach, geh in die Kiste, mein Goldstück. Ich hol dich bald wieder ab. Und so lange bleibst du hier? Oh Mann. Was? Und ich habe eine Katze. Und ich will sie nicht hier lassen. Was soll ich denn tun? Moment, ich habe eine Idee. Ich verstecke sie einfach hier. Oh, Doktor, ich bin schwanger. Ich bin hochschwanger. Lassen Sie mich rein. Oh, ich muss mal hören. Oh nein. Was ist das für ein Geräusch? Ah, du willst mich wohl austricksen. Ich weiß, es ist eine Katze. Nein, bitte. Ich gehe dann mal. Moment mal. Du siehst ja seltsam aus. Ich muss mal nachschauen. Aha, eine Schildkröte. Man darf ja mit Schildkröten nicht rein. Die kommt in die Kiste. Oh, du bist ja voll gemein. Mach, dass du wegkommst. Oh Mann, ich muss meine Lieblingskakerlake auch abgeben. Du bist doch so süß. Ich weiß. Ha, als hätte ich Kopfschmerzen. Oh, Doktor, ich habe solche Kopfschmerzen. Lass mich rein. Ja, natürlich, komm rein. Hallo, was hast du denn? Nichts, ich habe bloß meinen kleinen Freund reingeschmuggelt. Da ist er. Oh, mein Kleiner. Schau mal. Ah, nein. Spaßverderber. Du bist so süß. Oh, guten Tag. Komm rein, bitte. Dankeschön. Warte, wen hast du denn da? Ich habe doch gesagt, keine Haustiere. Na, gib mal her. Jetzt kannst du rein. Oh nein. Und meine schöne Schnecke? Ich muss mir was einfallen lassen. Ich habe eine Idee. So. Bleib mal hier sitzen. Ich ziehe einfach diesen Kittel an und tue so, als wäre ich eine Köchin. Den Hut nicht vergessen. Aha. Die Schnecke kommt hier rein. Und da kommt einfach ein bisschen Brei drüber. Ah, sieht so aus, als hätte ich einen Topf mit Brei. Wunderbar. Moment mal. Was hast du denn da? Aha, das ist leer. Oh, das ist ja Brei. Igitt, komm rein. Es hat geklappt. Na endlich, ich habe Hunger. Bitte sehr. Sowas will ich nicht. Immer mit der Ruhe. Schau mal, was ich hier habe. Oh, meine süße kleine Schnecke. Willst du damit spielen? Oh, was für eine interessante Schnecke. Hey, warte. Was hast du denn da? Ich habe doch gesagt, keine Haustiere. Hast du das gesehen? Gib mal her. Jetzt kannst du rein. Oh, du bist ja süß. Ich will dich mal streicheln. Oh, was soll ich denn mit meinen Fischen machen? Ich will die doch reinschmuggeln. Moment. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich brauche einfach diesen Mantel und ich brauche dieses Ding. Oh, ihr seid so süß. Hier kommt ihr rein. Der Doktor wird sicher nicht herausfinden, dass ihr hier drin seid. Coole Idee. Hallo, ich muss in den Raum 13. Ja klar, komm rein. Ich hab's geschafft. Goodbye. Und wir spielen weiter. Guten Tag, es wird Zeit für Behandlung. Schau mal, was ich hier habe. Ah, komm mal her, mein kleiner Goldfisch. Ich hab doch gesagt, dass ich dich reinschmuggeln werde. Und hier ist der zweite. Oh, meine kleine Goldfische. Schau mal. Oh, wirklich golden. Danke für... Oh, was ist das denn? Ein Fisch? Wie ist er denn hier reingekommen? Ah, das ist ein kleines Aquarium. Ja, bitte, kommt rein. Wow, was für eine wunderschöne Frau. So eine habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Wow. Oh, bleib mal stehen. Ja, guten Tag, kann ich rein? Ah, dankeschön. Oh, die ist ja toll. Hilfe! Ich muss hoch. Oh, ihr seid so lustig. Ich gehe dann mal. Ich auch. Wo willst du denn hin? Ah, okay, du kannst rein. Na, endlich. Ach du meine Güte. Oh, typisch Jungs. Das sind meine kleinen Hamster. Hallo, meine Kleinen.
Alles klar. Komm her, ich werde mit dir spielen. Ich habe dich vermisst. Na, wieso schläfst du denn? Kann ich rein? Hast du das Schild gesehen? Keine Haustiere. Guten Tag, kann ich bitte rein? Ja, ja, natürlich. Oh nein, meine kleine Ratte werde ich sicher nicht weggeben. Ich muss mir das überlegen. Alles klar, ich brauche dieses Gitter. Das muss ich abnehmen. Na komm schon, mein Kleiner. Ich bin mir sicher, du findest den richtigen Weg. Na also. Und jetzt tue ich so, als wäre nichts passiert. Hallo, kann ich rein? Was hast du denn in der Tasche? Was? Ein Stück Käse? Das ist alles, was du hast? Ja, ich mag Käse. Dankeschön, ich gehe da mal. Aha, jetzt muss ich das Gitter finden. Da ist es ja. Hier ist mein Käse. Den brauche ich jetzt. Was macht die denn da? Na, wo bleibt denn meine kleine Ratte? Da bist du, oder? Oh, da bist du ja schon. Ich wusste, dass du den richtigen Weg finden würdest. Awesome! Ich liebe dich, meine Kleine. Komm, ich streichel dich ein bisschen. Na, was soll das denn? Ich hab doch gesagt, keine Haustiere. Wieso denn? Doktor, bitte. Ab in die Kiste, schnell. Okay. Oh, du Armer. Hey, you. Was für ein Drache. Kannst rein. Oh nein, ich hab den Hund mit. Was soll ich denn machen? Mach dir keine Sorgen, ich werde dich nicht zurücklassen. Ich hab eine Idee. Also, das muss ich ausziehen. Den Hut ziehe ich hoch. Das ziehe ich ab von der Angel. Und jetzt nur noch die Brille. Los geht's. Ich tue so, als würde ich nichts sehen. Oh, sind wir hier? Moment, du kannst auch nicht rein. Oh, sorry, du bist ja blind. Okay, du kannst rein. Oh nein, mein Ball. Bloß nicht das. Was? Was ist denn hier los? Hey, wo willst du denn hin? Oh, jetzt habe ich gerade gar nichts verstanden. Na warte, dich kriege ich noch. What's the matter with you? Was ist denn hier los? Was ist passiert? Bitte hör auf, ich bin müde. Ich hab dich. Na warte, gleich zeig ich's dir. Du bist ja gar nicht blind. Raus mit dem Hund. Oh Mann.